Hey Freunde, willkommen zurück bei Zelda Skyward Sword. Im letzten Part sind wir hier noch bei Groose umgestiefelt, beziehungsweise bei allen anderen Vulkenhortianern, haben unter anderem noch die Rassel gefunden. Dann so ein Herzteil gab eingesammelt, weiß zwar gerade nicht mehr welches, aber egal. Wir haben noch ein paar Juwelen der Güte eingesammelt. Wie gesagt, bei Groose waren wir auch und irgendwie vermisse ich den Alten. Tja. In diesem Part haben wir eigentlich viel vor, zum einen natürlich das Portal der Prüfung, und zwar das von Dean aufsuchen, aber vorher will ich noch Groose suchen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, habe ich halt den Alten offscreen gesucht und auch gefunden. Und natürlich, ich habe zuerst den ganzen Vulkenhort abgesucht, aber dort, wo am Schluss war, habe ich natürlich nicht gesucht. Ich meine, dort ist eigentlich so offensichtlich und trotzdem habe ich erst am Schluss nachgesucht. Eigentlich schon etwas peinlich, wa? Und zwar ist der alte Stinker namens Groose, der ganz Grusige, ist hier unten. Und irgendwas wieder von uns. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also, was willst du von uns? Willst du uns Rubine schenken? Hey, hallo Michael! Gib her die Rubine. Langsam aber sicher bin ich an einem Punkt, an dem sich meine Muskeln nicht mehr weiter stehen lassen. Also ein Arnold Schwarzenegger oder ein Hulk Hogan bist du noch nicht. Alter, ganz nochmal ran. Ich würde mich gerne einer neuen Sache widmen. Dann geh doch häkeln. Außerdem mit einem rosa Pausebacken und wer? Was sind das für ein schöner Bogen, den du hast? Du kannst bestimmt sehr gut damit umgehen. Okay, ich geh mal ein bisschen an. Natürlich, ich bin der Beste. Das läuft ja selig. Du bist unglaublich, Michael. Ja, unglaublich im Angeben. Ich könnte 3000 Liegestütze machen, ich wäre nicht mal annähernd so stark wie du. 3000 Liegestütze? Ja, hintereinander oder was? Ich meine, 3000 Liegestütze schaffe ich auch. Die Frage ist bloß über Wochen, Monate, Jahre? Dann zeig mir doch mal, was du mit dem Bogen so alles drauf hast. Hä? Wovon redest du? Ich werfe gleich ein paar Kürbis in die Luft. Alter, Kürbissuppe kann man auch viel einfacher bekommen. Zeig mir, ob du sie mit deinem Bogen abschießen kannst. Ja, bin ich wieder Herrn Tell? Ah, nehmen wir mich mal, der hatte den Apfel abgeschossen. Ja. Du kannst eine Fertigkeit mit dem Bogen üben, um mich. Was? Was? Und ich und meine Muskeln durchs Kürbis. Okay, kann ich mehr lesen. Sollen wir beide etwas davon? Was sagst du? Pff, bringt uns das was? Ich meine, das ist ein Bogenschießtraining, das kennen wir doch noch als Ocarina of Time, Majora's Mask zum Beispiel, da haben wir immer einen größeren Köcher dafür bekommen, aber hier können wir den ja upgraden. Ich werde 90 Sekunden lang Kürbis in die Luft werfen, wenige Treffer bekommst du 10 Punkte. Ja, so ähnlich wie in Ocarina of Time in den Zielscheiben. Bist du mehr Kürbis in Folge erhöht, deine Punktzahl noch mehr, also streng dich an! Hä? Wie jetzt? Ich muss allerdings 20 Rubine für die Runde verlangen. Ja, war ja klar. Ich muss ja eben die Kürbis bezahlen. Ja, wer es glaubt. Was sagst du dazu? Willst du mal versuchen? Es kostet nur 20 Rubine. Gut, es sind nur 20 Rubine. Wie gesagt, Freunde, keine Sorge. Es geht natürlich in diesem Part mit der Story noch weiter. Wir machen Dienstprüfung noch. Ob es zwar schaffe, keine Ahnung, aber ich will jetzt erstmal schauen, was der Alte uns noch anbietet. Okay, mal schauen. Kann ich das noch mit der Fernbedienung? Hinhalte, mit A aufziehen und. Wow! Voll daneben. Okay, nochmal. Schon wieder daneben? Alter Scheiße. Ah, endlich mal. Okay, 10. Wohin schießt du? Wow! Okay, nochmal 20. Was zu. Was immer 10 dazu? Kann ich sagen, dass jemand gleich Nord hinwirft? Mann, du bist ein Trottel. Okay, der war gerade etwas knapp. Wieso hat der geglitzert? Der Kürbis hat geglitzert! Alter. Mann! Oh, jetzt wird der Kürbis plötzlich weiter, na klar! Wie macht er das, oder kriegt er keinen Muskelkater? Ich krieg ihn jedenfalls langsam, na, okay. Schießt ein bisschen höher. Komm schon! Bäm! Voll daneben, Mann, bin ich schlecht! Das kann irgendwie nicht sein, weil sonst beim Knabenschießen und so und ähnlichen waren schon, okay, ist eine Weile her, aber damals als Kind war ich echt gut darin. Jetzt lose ich hier gerade ab, als gäbe es keinen Morgen. Ja, das habe ich noch nicht gesehen, also der... Mann! Okay, da war knapp. Mann, Alter, kannst du das Teil mal regelmäßig werfen? Oh! Groose, du Grusiger. Nach 10 Sekunden. Okay, 32. Wirf schon! Daneben! Wirf nochmal! Ich will nochmal! Voll daneben! Dulululu! Bin ich schlecht. Du hast 32 Punkte, das ist großartig, Mike. Verarscht kann ich mich selber. Du kannst das bestimmt noch besser, aber deine Leistung war schon ganz ordentlich. Mir ist dann um 400 Punkte zu erreichen. Bist du denn irre?
Was passt denn leisten, gebe ich dir 50 hart verdiente Rubine. Wenn das einer versucht. Leute. Ihr wollt, also ihr seid doch sicher meiner Meinung, wenn ich sage, ich war gerade mittelmäßig. Wenn ich sogar wie ein Anfänger. Der Alte hier? Was macht der denn überhaupt? Sein Zopfletten? Da bist du doch garantiert ein Vibe. Ja, nochmal. Der Alte hier? Der nimmt uns 20 Rubine ab für die Kürbisse und schenkt uns für diese mitleidenswerte Punktanzahl, schenkt uns 50 Rubine. Der macht 30 Rubine minus. Sag mal, in welcher Grundstufe bist du noch? In der ersten Klasse? Oh, er ist doch zu blöd zum Rechnen. Okay, soll nicht ein Problem sein. Aber so kann man eigentlich relativ schnell Geld verdienen, wa? Okay, wir gehen ungefähr hier hin. Komm schon. Na klar, jetzt wird es langsamer. Meine Fresse. Und ein bisschen tiefer, alter. Ich weiß, die Kürbel sind schwer, aber kannst mit Regenmäßig werfen. Puh, das war knapp. Nein, jetzt schon wieder. Oh, der Glitzernde habe ich verpasst. Was haben sie überhaupt für einer? Hat es eine Feen drin oder was? Okay, nochmal 20. Oh, Leute, das sieht nicht gut aus. Ups, war kurz abgelenkt. Hab nämlich gerade auf meinen Timer geschaut, beziehungsweise auf die Uhr. Dann schenke ich euch noch zum Neujahr. Vermutlich das Special vor diesem Part oben. Gut, kannst du mir schon ein bisschen besser. Seht ihr? Spitzt du eigentlich? Alter Scheiße, wo hat denn der hingeschossen? Voll daneben. Komm schon, Gruß, wir haben nur eine halbe Minute. Geht doch. Mann, jetzt muss ich also bis 50 aufholen, das ist doch Scheiße! Alter, hör auf so weit zu werfen. Wow, der war geil. 30 mal 2. Wow. 40, okay. Wie hoch geht das eigentlich? Leute, ich bin schon bei 530. Na klar. Alter, der war aus dem Bildschirm. Das gilt nicht. Was war denn das gerade? Hä? Wow, alter Schwede. Entweder wirft er das Teil zu weit, Wolgener drunter, zum Verbanden drunter, oder wirft das Teil aus dem alten Bildschirm. Man weiß, wir haben nicht so eine große Auflösung. 83 Punkte, ich habe nie so einen guten Wunsch wie dich gesehen, Michael. Ja, ich bin selber überrascht. Aber ich habe gesagt, in Real Life bin ich der absolute Topschütze. Du bist der große Hoffnung unserer Ritterschule. Wieso? Ich habe ja noch keinen einzigen Bogenschützen gesehen. Ach so, deshalb. Nie dieser hier als sein unser Freund, Michael. What the fuck? Hell, was ihr immer wollt. Was, ein Herzteil für über 400 Punkte? Wow, geil, Mann. Wir haben das, was ich eigentlich wollte. Seht ihr? Kein Dreiviertel leeres Herz mehr. Wir haben einen vollen Herzcontainer, das heißt 15 insgesamt. Obwohl, eigentlich wären es sogar 17 mit den Lebenskraftmedaillen. Aber die hole ich mir erst am Schluss wieder. Damit ihr seht, dass ich wirklich alle 20 voll habe. Gut, jetzt mal kurz ein logisch überlegen. Ich habe. Was habe ich denn überhaupt? 15 habe ich jetzt, 2 kann noch dazu, das heißt, es fehlen noch 3 Herzcontainer. Wenn ich mal annehme, es gibt noch 1 oder 2 Endbosse, heißt das, es sind 4 bis 8 Herzteile. Not bad, wa? Komm her, Aurora! Jetzt geht's zum Feiern ab! Wohin gehen wir jetzt überhaupt? Kürbis Bar? Oder sollen wir sonst irgendwo hinfliegen? Na, worauf hast du Bock, Aurora? Oh! Ganz vergessen. Sollte eigentlich Dienstprüfung noch machen. Wo ist das? Ah, da hinten ist ja. Das Reich von Eldin. Und ich frage mich immer noch, wieso ist das hier die dritte Prüfung von Dien? Also meine, wieso ist Dienstprüfung nicht die zweite? Kapiere ich ihn nicht ganz. Heißt das, dass Dienstprüfung die schwerste ist, beziehungsweise ist Dien die mächtigste aller Göttinnen? Ich würde zumindest erklären, wieso in späteren Zelda-Spielen Ganondorf immer der stärkste ist und sogar mit 2 Driver-Fragmenten beim Lauf nehmen kann. Oh, Turbo-Tempo war ein bisschen zu schnell. Ich gehe runter. Oh. Okay, dachte schon, ich wäre ein bisschen zu kurz angebunden gewesen. Ja, gute Frage, wo lande ich jetzt? Wir haben nur 4. Ja, Gott, die kann man wohl jetzt wissen, wo. Nee, da oben kann es nicht sein, oder? Und doch? Mal rein logisch überlegen, Freunde. Also, hier wäre es irgendwie unlogisch, einen zentralen Punkt zu setzen. Da kann ich mir auch nicht vorstellen. Kein Aufstieg, da könnte es sein. Aber es könnte auch hier oben sein. Na, geh erstmal hier hoch. Tempel am Vulkan. Weil die beim ersten Gebiet war ja auch in der Nähe des Tempels.
So, wo ist jetzt die Blüte? Ist ein Vulkanhelden angelangt? Ja, was du nicht sagst. Und ich dachte, wir wären irgendwo in Ranel oder Fayrun oder was auch immer. So, mit Aura suchen, am Eingang zu prüfen, ob er bestehen will, um die heilige Flamme zu halten. Nervige Stimme ever. So. Okay, wo ist das Teil jetzt? Oh Mann. Freunde, ich habe das Gefühl, ich bin hier total falsch. Mal schnell gucken. Was doch hier in der Nähe? Wohl kein Aufstieg? Ja, vielleicht schon war. Komme ich hier relativ schnell herunter oder muss ich da was Umständliches machen? Obwohl, da könnte ich herunterrutschen, darüber, dann da, wenn ich schon unten war. Ja, weil sonst hätte ich gesagt, mach ich nochmal schnell einen Sprung, aber das ist ja jetzt nicht nötig. Ja klar, ich habe nicht hingesehen. Tschüss. Und dort haben wir ihn getroffen. Oh, ein Golden Schädel, den will ich. Link! Ist der Schädel weg? Mann, ey, ihr dämlichen Goblins, ihr habt meinen Schädel gestohlen. Schädel gestohlen. Nicht Städel gestohlen. Kuckuck, Freunde, da bin ich wieder. Habt ihr vermisst? Offenbar nicht. Der traut sich was. Oh, jetzt würde ich gerade darunter springen, aber das glaube ich keine so gute Idee. Da verbrenne ich mich mit dem Adelwärzen. Wo renne ich überhaupt hin? Mann! Geht's da runter? Jo, da ging es runter. Kann ich da gefahrlos runterspringen oder breche ich mir dabei alle. Jo, das wird ziemlich schmerzhaft, wa? Dann ist das brutal. Ach du Scheiße. Ah, ich wollte eigentlich so einen großen Umweg machen. Okay. Wow! Man merkt, ich war schon länger nicht mehr hier in Eldin. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die ganzen Dinger sind. Gut, hier komme ich noch rüber. Sind noch ein paar neue Goblins. Hallo, euer Anführer ist tot. Natürlich sind sie noch da. Und tschüss. Der nächste. Wer noch nicht? Wie nochmal? Du hast doch schon mal. Und tschüss. Tja, Leute, so schnell geht das mittlerweile. Ich habe ja gesagt, ich bin ein richtiger Profi darin. Ah, und ich liebe das Spiel, ey. Fei, was sagst du dazu? Die ist ein roter, blöder Bocklin. Er sieht dich nämlich nicht. Ja, das hab ich auch gemerkt. Ja, nervt dich meine Stimme. Und wie? Das sind gegen 83 Mal besiegt. Zu Fehler, fehlerlos. Dankeschön. Sorry, Alter, war keine Absicht. Wieso ist der jetzt gestorben? Ich habe ihn gar nicht berührt. Oh, hallo? Na egal. Wenn die einfach so sterben und dass ich was tun muss, ist mir das auch recht. Wo gehst du am besten hin? Ja. Direkt so runter. Wow, er kommt mir doch nach, Alter. Kommt er mir jetzt echt nach? Nö, hat keinen Bock. Der weiß, dass er irgendwie sterben wird, obwohl er nur da hier runterfällt. Keine Ahnung. Wieso ist die deswegen. Ah! Monsterklaue. Nichts gewesen mit den Späßen. Wenn wir schon beim Monsterklaue sind, wie sieht es eigentlich mit den Schätzen aus? Er braucht doch hier noch irgendwas, oder? Für den Köcher, ich weiß es gar nicht mehr. Was waren das? Noch ein paar Federn, oder? Oder war es Wüstengras? Ich glaube, Wüstengras war es, wa? Blaue Federn? Ah, die muss ich gerade nochmal. Ne, egal. Ne, Moment mal! Die Finsterhalmonde waren es. Genau! Da brauche ich, glaube ich, nur ein oder zwei. Egal, so. Ah, hier war's. Okay. Kurz abspeichern. Was sagt die Zeit? Was sagt die Aufnahme? Sie funktioniert. Der Timer funktioniert auch. Perfekt. Was, nach 10 Minuten? Das hat niemals die Prüfung. Okay, also entweder lasse ich mich schnell fangen oder... Was ich eigentlich vorhabe... Die zweite Variante ist, ich verlängere den Part. Juhu! Einmal gezupft und schon erscheint die... Ja, was ist eigentlich? Das Portal der Prüfung, das ein bisschen seltsam aussieht. Also Fei, dann sing mal ein bisschen, auch spielen, okay. Thank you.
Was war das für ein seltsamer Gesang, hey? So sing ich, so sing ich, so, 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 so. Mehr aber nicht verstanden. Stoßerschwerden, das Symbol stelle ich der nächsten Prüfung. Ich bin cool, wa? Ja, unglaublich. Hm, also versuchen, okay. Ja, wir suchen es ausrichten. Ja, ups, A gedrückt und. Sei ja! Alter, das A ist gedrückt und. Ah, geht doch. Wir reißen abermals in unsere Seele und ich hoffe zum letzten Mal. Weil, naja, ich habe eigentlich nichts gegen die Siren, aber. Ist ein bisschen seltsamer Ort. Ach du Scheiße, da ist schon einer. Uah, bleib bloß weg von mir. Oh nein, dieser dämliche Tümpel hier überall. Uah. Sieht aus, als hätte jemand großes, einen großen Schnodder abgelassen. Ja, versteht schon. Teilweise ein bisschen Blut dran. Ach du Scheiße. An diesem Ort wird deine Kraft auf die Probe gestellt. Dies ist Dienst-Siren. Wieso wird. Leute, ich kapiere das nicht ganz. Das heißt zwar Kraft, Weisheit und Mut. Schön und gut. Oh, das reimt sogar. Aber diese Siren unterscheiden sich nicht wirklich. Also da hätte ich mir doch gewünscht, dass man. Ja, bei den jeweiligen Siren ein bisschen mehr auf die jeweilige Eigenschaft Wert legen würde. Zum Beispiel bei der Mut, dass es. Was weiß ich. Große Abstände gibt, zu überspringen oder einfach irgendwas so einen Mut zu prüfen. Bei Kraft gäbe es mehr Gegner. Oh, vermutlich gibt es sogar. Bei Weisheit müsste man irgendwie mehr kombinieren, was weiß ich. Um die letzte Flamme, die dein Schwert stärken zu erhalten, musst du diese Prüfung bestehen, Gebieter. Ja, was nicht sagst, sonst ist das Spiel zu Ende, wa? Oh, meine Seele, sie haut ab. Scheiße. Oh ne, so das Seelengefäß. Bring das Seelengefäß zurück, wenn das Gefühl ist, deine Seele. Nee, sehr wohl, Gebieter. Ich habe an einen falschen Ort hingeklickt. Hätte ich auf einen Rückkehr warten? Das geht doch sowieso nicht. Ach du Scheiße, hey. Da sind nicht mal einen. Wo sind die Wächter? Okay, da oben ist. Na klar, da hinten ist. Wollt ihr mich verarschen? Wie komme ich mit dir schon da hin? Versuch mal schnell was, Freunde. Ja, ich weiß, entdecke mich. Kennen wir doch schon alles. Ich will sehen, wie schnell ihr seid. Hörst du ihn langsam? Ich habe gerade gesehen, wo die. Nee, ich habe nicht gesehen, wo die waren, war. Einen sehe ich da, aber wo sind die anderen? Wie groß ist eigentlich das Sirengebiet? Ihr wollt mich ja wohl verarschen, oder? Das Blau ist alles Siren. Na klar! Okay, hier hoch geht's nicht. So ein schwacher Trost. Hat sie oben. Nee, das sind keine Dinge, oder? Keine Tropfen. Ne, ich hoffe es mal nicht. Das muss hier durch und. Ja, den muss ich irgendwie am Schluss machen, glaube ich. Weil ich sehe da gerade keinen Tropfen. Das heißt, hier durch, dann. Hier. Ach du Scheiße, wieso sind die. Wieso sind die hier oben? Wie komme ich da überhaupt hoch? So hoch. So lang kann Link gar nicht da hochklettern. Ach du Scheiße, wie soll ich denn das machen? Doch, hier, dann hier rüber. Nee, das ist ja nicht zu Ende. Ah, Leute. Na, ich versuch's einfach mal, wa? Das heißt, der da, wie mache ich das am besten? Irgendwie ihn hier runterlocken, dann raufrennen? Na. Versuch's mal, wa? Wow! Wow, alter Fuck. Okay, das wird schwierig. Und vielleicht da unten? Ja, da springe ich garantiert nicht rüber. Könnt ihr vergessen. Nee, der bewegt sich nicht, okay. Sterbe ich einfach nicht da runterfallen? Nein, ich will es nicht probieren. Oh, der ist so nah, hey. Okay, das nächste. Da gibt es irgendwie keine gute Abkürzung. Ach so, da, stimmt, da komme ich wieder hoch. Da komme ich wieder hoch. Ups. Wieso verbrenne ich mir eigentlich, wenn ich eine Seele bin, mir den Hintern? Ah, okay, da ist schon die Zeit abgelaufen. 90 Sekunden habe ich, okay, nicht eine Minute, wie ich mal behauptet habe. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Da muss auch, wie mache ich das am besten von der Koordination her? Okay, da kann ich noch locker rüber. Dann offenbar nicht hoch. Soll ich fragen, wenn ich mal, ich kann nicht da hoch, wa? Bringt das eigentlich wieder hier hoch? Ich weiß es gar nicht mehr, Freunde. Ich weiß es nicht mehr. Hm. Jetzt auch noch eine. Oder soll ich vielleicht die erst einsammeln und dann zurückkommen? Ich glaube, was das wäre das Klügste, wa? Dann zurück, dann den einsammeln, dann hier hoch.
Weil ich habe noch ein bisschen Zeit, das will ich noch ausnutzen, nicht den schon wieder einsammeln. Weil sonst fehlen mir plötzlich die Zeit, das wäre unschön. Also erstmal den versuchen. Kann ja sein, dass es klappt. Okay, es klappt sogar. Hey, im Finstern, das habe ich jetzt aber gesehen, hey. Ich will wie so am letzten Mal das übersehen. Finsalmon erhalten, eine andere schaffen hat, du bist doof, ja. Drei Stück. Oh, oh, die Blüte, die Blüte. Oh, hier komme ich gar nicht hoch, wow. Und mittlerweile doch. Hat sie oben etwa einen? Tatsächlich, hier oben hat sie einen, Moment mal. War das hier nicht höllend heiß hier oben? Na egal. Das ist ein dämlicher Wächter, wow. Na toll, die Rutschpartie. Oh nee, das kann mal ganz schön fies werden, Freunde. Wenn hier auf dem Weg noch ein paar sind, dann gute Nacht. Okay, wo sind welche? Ich sehe nix. Link steuert gerade irgendwo anders hin, wo ich eigentlich hin will. Das ist natürlich sehr klug, Link. Hm, vielleicht kann ich eine Abkürzung nehmen. Oh. Zu dem wollte ich eigentlich verflixen nochmal. Komme ich da noch so durch, oder? Boah, das war knapp, hey. Komm schon, komm schon. Oh. Rote Sülze, irgendwie, was weiß ich. Okay, da sind wir. Wow, beinahe geschafft. Alter, Freunde. Ist sowas von eng? Hallo, Mann. Und jetzt da unten weiß. Ach du Scheiße. Wir müssen wohl einen anderen Weg nehmen, wa? Oh Mann, ey. Leute, das schaffe ich nie im Leben, das könnt ihr vergessen. Oder. Na, ganz toll. Wow, 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 wow. Wow, das war knapp. Und ich hoffe, ich habe es da oben endlich geschafft, und habe das hinter mich so. Nächsten einsammeln. Sehr schön. Da hat es da noch ein paar. Da. Ach du Scheiße, da oben noch. Ja, da hinten, die kenne ich. Ne, ich hoffe, da oben hat es wirklich keine mehr. Dann haben wir die durch hier. Sehr schön, sehr schön. Jetzt müssen wir ein kleiner Wermutstropfen dieser beschissenen Prüfung. Ja, sag's gerne nochmal. Mich scheißt das ganz langsam an. Okay, wo sind die nächsten? Wow. Schneller, Link, schneller! Ist ja gerade so ein. Ist wieder so ein Teil. Wo gehe ich jetzt ein bisschen hin? Ah, das ist der nächste, sehr schön. Wer hat die Mauer wieder zugemacht? Die Mauer muss weg. Ja, kennen wir alles, aber. Wie komme ich denn da hin? Ah, okay. Sollen wir noch einsammeln? Tja, was mich jetzt am meisten interessiert ist, wie komme ich da durch? Einfach schnell sein? Geht das? Ja, müsste gehen, wa? Sobald er durch ist. Wow, 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 das war knapp. So, noch kurz nach den anderen schauen. Einer müsste gerade da aufleuchten. Dankeschön. Wo sind denn die restlichen? Da hat es noch einen da oben. Zwei da hinten. Dann da. Ich muss kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und dann noch zwei da oben, wa? Was? Da oben hat's noch einen? Ach du Scheiße. Na gut, den schaue ich mir ein anderes Mal an. Was sagt die Zeit? Ich habe gerade keine Zeit nachzuschauen. Ich habe keine Zeit nachzuschauen. Was für eine Ironie. Okay, wir wären bald abgelaufen. Dann ist mir meine Scheiße egal. Willst du das Scheiße hier noch machen? Ja, ich fluch gerade ziemlich viel. Das tut mir leid. Eine kleine Luft einfach. Hallo. Achso, da komme ich mit dem Seil hin. B anhalten, geht das? Es geht! Komm schon, schwinge, Link! Dankeschön! Ups, das war jetzt nicht klug. Ich muss doch hier hoch wieder. Da oben hat es noch ein paar. Komm schon, Link. Ist so gut und tu, was ich dir sage. Geht doch. Ja, bis jetzt scheint es eigentlich mehr oder weniger gut zu laufen, Freunde. Aber ich würde den Tag noch nicht vor dem Abend loben.
Den Spruch habt ihr sicher auch schon alle mehrmals gehört. Wenn nicht, dann kennt ihr ihn jetzt. Weil, solange das Spiel noch nicht vorbei ist, kann noch vieles passieren. Wie zum Beispiel diese ekligen Typen da. Gut, die auch wieder aufgefrischt. Da ist noch einer. Sehr schön. Was ist noch welch? Da hinten? Dann... Wie komme ich denn da hin? Kann ich da irgendwie abkürzen? Ja, scheint so. Dann wieder nachher zurück. Das dürfte ziemlich knapp werden von der Zeit her. Ach du Scheiße. Ja, wenn ich zurück bin, dann hier noch hoch war und hier oben habe ich auch noch einen vergessen. Ja, vermutlich der da. Ach du Scheiße. Na gut, wir werden sehen, Freunde, wir werden sehen. Trotzdem, wie komme ich da rüber? Da durchkriechen? Ja, stimmt, da war ja gerade mal was. Gut, auch nicht. Ab zum Balancieren. Gut, das ist auch noch. Wow, ein paar kommen. Sag mal, täusche mich oder gibt es hier relativ wenige Finsteralmonde? Da bist du zu weit in der Film, oder? Mal kurz schauen. Ups. Eins. Ja. Erste, zweite. Relativ wenig. Oh, Link macht keine Scheiße. Hey, Alter! Leute, ich habe gerade die Fernbedienung irgendwo in Nirvana und muss das irgendwie... Ach du Scheiße. Link, wenn du hier runterfällst, verbrennst du deinen Seelenarsch. Was irgendwie unlogisch ist, ich weiß, aber es ist trotzdem so. Kann ich die einfach abkürzen? Ich verliere sonst so viel Zeit. Wow. Eine heiße Angelegenheit. Schlechter Wortwitz. So. Ich will den Part langsam mal beenden. Ich habe das Gefühl, das dauert noch eine Weile. So. Jetzt ist es zum Endspurt an, Freunde. Wo sind die restlichen? Noch drei und die sehe ich auch gerade. Die Frage, die ich mir jetzt allerdings stelle, kann ich da so durch, oder? Okay, wow, da ist noch einer. Den wollte ich jetzt allerdings nicht. Ich wollte problemlos hier durchkommen. Wow. Immer ein bisschen heikel für mich, Leute. Oh ne, ich muss wieder... Oh. Ich habe natürlich auch kein Glück, wa? Das dürfte aber von der Blüte her nicht ganz reichen. Verdammte Scheiße, wenn ich das Ganze wieder zurück muss, dann... Holrio! Wie wir Schweizer sagen würden. Holdri Walpfee und was weiß ich noch für eine Scheiße. Okay, wo sind sie? Wo sind sie? Ich brauche bald wieder eine. Ja, der falsche Weg. Wow. Okay, Freunde, ich glaube, das wird ein Fail. Das war zu weit. Aber wir sind bald wieder hinter mir her und das heißt... Ja, ich habe es auch gesehen, aber... Wow, wo war jetzt der noch? Wo war der eine? Shit! Ich habe noch eine Zeit nicht mehr, ich muss zurück! Oh, ich bin noch in Sicherheit. Okay, hier wird offenbar meine Zeit gestoppt. Sehr schön, sehr schön. Leute, der ist garantiert gleich hinter mir her. Ach du Scheiße, ey. Kann ich abspeichern? Nee, natürlich nicht. Wieso sollte ich meiner Seele auch abspeichern können? Hier oben sind noch ein paar. Wenn die hier oben sind, dann... Gnade mir Gott. Wir haben hier soweit alle, wa? Vermutlich hier oben noch einer und dann hier irgendwo im größten Schrott der Welt. Wow. Das kann was werden, das kann was werden. Wisst ihr was, an dieser Stelle unterbreche ich den Part, das geht nicht anders, sorry Leute. Dann bleibt es ein bisschen spannender für euch und ich kann mir noch länger in die Hose machen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.